gehört. Ich würde sagen, die Pumpe klemmt. Das ist natürlich völlig was für ein Arsch. Ja, okay. Also, da müssen wir mal ran. Bei der Gelegenheit zeige ich euch mal, wie ich das mache. Vielleicht könnt ihr das ja gebrauchen. Würde mich freuen. Jo, herzlich willkommen auf dem Kanal der Lucky Camper. So, ich werde jetzt mal die Pumpe von der Toilette ausbauen. Und keine Panik, es wird nicht eklig. Und wir lassen jetzt erstmal Wasser ab und dann schauen wir mal weiter. So, einmal Wasser ablassen. Also, etwa auch genug drauf, aber fördert nichts, pumpt nichts. Und wieder alles mit einer Hand, super. Also, abziehen und volle Deckung. So, das läuft jetzt immer ein paar Minütchen oder Sekündchen. Parallel dazu mache ich jetzt den Einfüllstutzen auch leer. Das kann man so wunderbar drehen. Ja, super. So. Also wird gleich ganz schön frickelig. Ich will hoffen, dass ich da ein bisschen was zeigen kann. Möchte ich enger auf Toilette. So, wenn das leer gelaufen ist, da reinstöpseln, unten arretieren, fertig. Übrigens, wenn der ein oder andere mal seine Sicherung für die Pumpe gesucht hat oder sucht, dann nimmt man die Kassette raus und kann man das sehen? Da ist eine Sicherung. Die kann man rausziehen und dann ist schön. So sieht das Gerät übrigens von innen aus. Ja, ganz nice. Schön für so ein Klo. So, das noch mal so zwischendurch. So. Jetzt wollen wir das mal gucken, wie wir da dran kommen. So, als erstes würde ich sagen, der ganze Rotz hier muss ab, dieser Deckel hier. Den kriegt man ab, indem man hier, also den Hebel ab, einmal weg. Und dann kann man den so hochziehen. Also hier hinten so ein bisschen drücken. Da sieht man aber auch nichts. Jetzt einfach so, zack, hoch. Und dann vorsichtig hochziehen. So, und schon hat man die ganze Mimik. So, jetzt werde ich die Kamera mal irgendwie platzieren müssen hier. So, ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Da sind hier so kleine Klipse. Die kann man so ein bisschen wegbiegen. Vorsichtig natürlich.
Er ist ab. Der Kollege ist hier auch ab. Jetzt haben wir den ganzen Fehlerfumms. So. Jetzt. Moment. Kann man hier dieses innere Teil, die Abdeckung, rausnehmen. Das hier, das ist schon das Kabel für die Pumpe. Echt Leute, sorry. Kann ich nicht besser zeigen, das ist hier zu eng. Platz. Und jetzt greift man da mal beherzt rein. Keine Panik, da ist nur Frischwasser drin gewesen. Irgendwo hier. Ist dann. So. Da ist er. So, und dieser Schlauch, den machen wir jetzt mal ab. Alter Verwalter, so. Sehr schön, sehr gut. So, da steht auch was drauf. Tretford 33 2008, 33. KW 2008, vermute ich jetzt mal. Aber keine technischen Daten. Wie viel Umdrehung und so. Nix. Gut. So. Hier dreht sich nichts mehr. Die sitzt komplett fest. Ich kann hier reingehen und drücken. Da passiert nichts. Jetzt ist es ja so. Dass ich das Kabel abmachen muss. Also bevor ich mir jetzt hier den Wolf arbeite und das Kabel da an dem Stecker da so ein bisschen rausfuckern muss oder will, habe ich es mir einfach gemacht und Kabel gekappt und verlötet. Dann sieht das so aus. Ja, Schrumpfschlauch heiß machen, fertig. Irgendwas ist da auch locker drin, glaube ich. Die kann weg. Hasta la vista. So, jetzt ist die Pumpe hier dran. Jetzt müssen wir die wieder einfädeln. So, und das geht in umgekehrter Reihenfolge. Das wissen wir ja mittlerweile. Jetzt muss ich mal kurz euch hier so ein bisschen platzieren, dass man da was sieht. Oder so vielleicht. Also für so viele Leute ist das hier viel zu eng auf dem Klo. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ne? Also die Pumpe sitzt ja eigentlich hier so vorne drin. Ja? Also hier so. Und da ist so ein, naja, wie nennt man das? Da ist so ein, so eine Führungs Nut, Loch, Schiene. Und da muss die wieder rein. Jetzt machen wir vorher den Schlauch wieder drauf.
Schlauchstelle spare ich mir, aber so eine Plastikstelle, die mache ich da auch wieder mit drum. Alles original quasi. Bis auf die Pumpe. So. Kniepen wir das auch noch ab hier. Einmal weg. So. Und dann. Wie kommt der jetzt wieder rein? Einmal so ansetzen. Zack. Und schon ist er verschwunden, ne? So. Das war's. Machen wir hier die Dichtung wieder schön dran, ne? Setzen das da wieder ein. Und machen wieder unseren Deckel da drauf. So, das Ganze in umgedrehter Reihenfolge. Sollten diese kleinen Halter hier von den Kabeln ab sein, die passen nur in einer Richtung. In einer Stellung. So. Na, kommst du da raus? So. Da war noch so ein kleiner Scheißer hier. Das geht so nicht. Also einmal drehen und dann passt es. Also ist schon eine fummelige. Ja, ist fummelig. So, alles wieder drauf. Und Tüdelkram. So, dann sieht das wieder so aus. Schick, schick. Kabel ein bisschen ablegen hier. Da wieder reinmachen. Das sehen. So, da wieder zuerst rein. Auf die Führung hinten achten. Und einmal. So. So sieht's aus. Das hört sich doch schon hört sich tausendmal besser an, ne? Oder? Ich mach mal Wasser drauf. So. Wasser für den Wohnwagen. Kaffee für mich. Jetzt machen wir den ultimativen Test. Also, den Knüppel hier wieder drauf stecken, ist klar, ne? Aufmachen.
muss mal raus hier kurz. So. Pumpe hat gekostet 9,95 Euro. Und was ist denn hier, eine Spinne? Ja, was bleibt noch? Ich würde sagen, wenn ihr die Information gebrauchen könnt, nutzen könnt, dann macht doch da unten mal bitte einen Daumen hoch. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute mit der Toilette. Alles gut, alles läuft. Ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Bleibt sauber. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.